Eine besondere Ehre für einen besonderen Menschen. Die Promenade am Hamburger Hafen wurde heute offiziell zur Jan-Fedder-Promenade ernannt. Zu Ehren des am 30. Dezember 2019 verstorbenen Hamburger Volksschauspielers, der heute 67 Jahre alt geworden wäre. Der Ort zwischen den Landungsbrücken und Baumwall, für Fedder war er ein ganz besonderer Fleck. Es gibt wohl keinen anderen Ort in Hamburg, der das Leben von Jan so widerspiegelt wie diese Meile hier am Hafen. Hier ist er aufgewachsen, seine Eltern hatten hier eine Kneipe, gegenüber hat der Opa eine Tankstelle gehabt. Im Michel hat er schon als Kind im Kirchenchor gesungen, wir haben da geheiratet und da liegt die tolle Micheltafel. All das hier war sein Spielplatz, war sein Revier und hier kannte er jeden Stein. Seit 1990 ging Fedder in der Hamburger Polizeiserie Großstadtrevier als Dirk Matthies auf Verbrecherjagd. Eine Rolle, die er wie kein zweiter verkörperte und die ihn deutschlandweit bekannt machte. Weshalb er im Jahre 2000 von der Polizei Hamburg zum Ehrenkommissar ernannt wurde. Er war natürlich jemand, der die Stadt und die Hamburger Polizei einfach über Jahrzehnte verkörpert hat und von vielen Menschen ja, also als der Hamburger schlechthin wahrgenommen wurde, deutschlandweit. Er war so ein ganz typisches Hamburg-Gesicht und dabei sehr menschlich, sehr sympathisch, sehr nahbar. Und bei typischem Hamburger Wetter an seinem besonderen Ehrenplatz geehrt zu werden, wäre für Lebemann Fedder wahrscheinlich das wohl schönste aller Geschenke gewesen. Also wenn er heute an seinem Geburtstag dieses Geschenk sehen könnte, der würde einen riesen Luftsprung machen und würde sagen, wow, Fedder geht's nicht. Und so bleibt die Erinnerung an Hamburgs wohl bekanntesten Polizisten von nun an am Hafen präsent.